Hallo Leute, ja, wir sind hier an Ausrüstungsdock. Können wir nochmal reingucken, ob es da was Neues vielleicht gibt? Ausrüstung handeln. Kanonen, ne? Und hier hatten wir noch das gekauft. Autogeschützkontrollsysteme, ne? Autogeschützkontrollen, ne, das wollten wir ja nicht. Hier hatten wir eins gekauft, glaube ich, schon von. Ne, das war es nicht. Das ist schon weg. Das haben wir auf jeden Fall eins von gekauft. Gut, C-Selektor brauchen wir nicht. Wir können hier gleich nochmal bei den Waffen gucken, aber eher schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, Xanion ist ja schon mal hier mit 576.000. Da haben wir nicht genug Geld für. Hat ja wieder gut geklappt dann. Material ist das hier. Schaden 543 ist natürlich nicht schlecht. Die sind alle dann zu teuer. Da können wir uns alle nicht leisten. Ne? Das ist schade. Power-Raketenwerfer hier. 627 Schaden. 377. Ja, wir haben 572. Warte mal, der würde gehen. Ne? Slots 2. Unbewaffnet und der ist bewaffnet, ne? Ja. Der ist Lotz 4. Das ist für Bergleute, unbewaffnet. Also dieser Power Raketenwerfer ist es doch, oder? Zack, gekauft. Schiff aufrufen. Haben wir das Bauteil schon reingemacht? Ich glaube noch nicht, ne? Wo ist die Kiste jetzt? Hier, Power-Raketenwerfer, der war das. Genauso ist es. Da müssen wir hier hin. Der ist noch nicht drin, ne? Gut. Und welcher ist es dann? Bewaffnete Geschütztürme. Okay, dann muss ich jetzt so da reinpacken. Dann Festinstallation, dann haben wir bewaffnete Geschütze 4, defensive Geschütze 1, Autogeschützturm-Slot 1. Gut. Eigentlich sollten wir den hier rausbauen und den anderen noch einbauen, ne? Was haben wir hier noch? Beliebige Geschütze, okay. Das ist Sprungreichweite für Hyperraum, ne? Okay, haben wir erstmal. Jetzt nochmal in Baumodus. Jetzt nochmal das Geschütz. Das hier. Zack. Passt's. Habe ich jetzt noch Platz hier? Weiß ich gar nicht. Slot Nummer 1 für beliebige Schütze. Also 3, 6, 7, 8 Slots sind hier eigentlich für beliebige Schütze frei, aber lass uns doch mal gucken, ob noch was geht. Präzisions-Dreifach-Auslöscher. Ogonit bewaffnet. Die den vielleicht besser reinbauen müssen? Oh, da geht's. Wie viele Slots? Warte mal, der hat hier Schaden 1902. Das heißt, mach den noch mal weg. Ist der, dass ich den hier reingebaut habe? Ja, gucken wir, ob er jetzt geht. Ne, geht immer noch nicht. Was ist das hier für einer? Geht er jetzt? Er geht. Ich glaube, das war jetzt das Richtige, was wir gemacht haben, oder? Frei belegte Geschütze 0. Okay, dann ist jetzt voll. Wir haben jetzt eine dicke Wumme drauf und das ist gut. Okay, Baumodus raus. Und wir können wegfliegen. Jetzt brauchen wir mal gerade einen Piraten, um einen Test zu machen, ne? Okay, aber wir wollen ja irgendwo auch ein bisschen weiterkommen. War die Verbindung nach da, vielleicht da, und das ist jetzt noch nicht richtig angezeigt. Das ist auch alles ein Mist.
Das ist echt schade hier, dass das alles nicht so klappt mit der Karte. Hier ist der äußere Ring, okay. Da ist das instabile Wurmloch. Was ist hier los? Reisezentrum. Handelsposten. Warte mal, können wir noch einen Ausrüstungsdock suchen? Da wäre jetzt noch eins, ne? Hier ist noch ein Blips, den nehmen wir doch mal mit. Da müssen wir hin. Schauen wir mal, dass wir es hinkriegen. Machen wir so einen Sprung da lang. Gucken wir den Blips da nochmal an, was der uns so bietet. Vielleicht können wir da gleich hier unsere Bombe ausprobieren, weil es ein Hinterhalt ist. Nö. Was ist das? Handelsposten, okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Nur den Handelsposten, okay. Ausgewählt haben wir, können wir mal gerade angucken. Ja, bringt auch nichts. Wir wollen weiter. Kann ich schon hier irgendwo noch einen Blips auswählen? Na, da wäre einer leider knapp daneben. Dann können wir auch direkt da so hinfliegen und egal. Ne, da unten müssen wir lang. Und dann springen wir darüber, ne? Energie niedrig, na super. Jetzt können wir warten, bis der Akku wieder voll ist. Da oben gibt es erstmal eine Marke hier. Können wir wieder was verticken. Beziehungsweise nehmen. Sonst noch was? Kuh bezahlen. Das ist auch Reparatur. Könnte ich ja mal bezahlen, ne? Aber geht nicht. Okay, egal. Vielleicht haben wir jetzt schon wieder genug, oder? Ich denke, wir haben genug. Ne, haben wir nicht. Schade. Das bringt uns jetzt ja richtig viel weiter, ne? Da müssten wir jetzt was? Generatoren bauen eigentlich. Urgonit haben wir gerade 10.000. Nochmal Generator, dann machen wir nochmal hier ein Dingens. Wie heißt es? Eine Spiegelachse hin. Aber der ist auch noch zu klein. So, oder? Okay, kann ich nur eine Schiffswerft mit freundlicher Gesinnung bauen. Alles klar. Läuft, ne? Mann, 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 Mann. Oh, ich habe jetzt wieder. Ich wollte eigentlich nur vorwärts fliegen, ne? So ein Shit. Das ist gerade nicht so gut. Aber hier war ja kein, hier war ja nur das Handelsposten, ne? Genau so ist es. Kann man also knicken. Kommen wir hier ganz schlecht gerade weg. Ja, und dabei jetzt, ne? Leider jetzt hier nichts ändern können. Müssen wir jetzt so langsam hier durchtuckern. Gucken uns hier die Asteroiden an. Hoffen, dass wir hier ein Versteck gerade finden, wo wir was aufsammeln könnten. Aber dem sieht auch gerade nicht so aus. So, wir warten noch ein bisschen, weil ich glaube, sonst schafft der Sprung das immer noch nicht da unten.
Ja, lass es voll werden, anders funktioniert es, glaube ich, nicht. Vorletzte oder so. Wer hat da gerade Ogonit gesammelt? Einer, sehr schön. Und jetzt legen wir los. Okay. Lost in Place, ne? Wo wollten wir hin hier? Das heißt, wir können wieder so lange warten, bis da was passiert, ne? Er muss erst wieder aufladen. Da ich keinen Ausrüstungsdock oder sowas habe, kann ich auch nichts einbauen, ne? Schade. 87 Ogonit hat er gesammelt. Jetzt 98. Sehr schön. Diesmal warte ich nicht so lange. Springe ich schon etwas eher und hoffe, dass die Triebwerke bzw. die Akkus dafür leer voll sind. Die Energiezellen oder was war es? Energiecontainer. So, drei Viertel voll will ich noch haben, dann machen wir das. So, jetzt. Hat geklappt. Da oben sind wir wieder was einsammeln. Ausrüstungsdock. Ist da, gut, dann können wir da hinfliegen. Lass uns aber gerade erst hier noch das einsammeln. Was hat er hier? Geld. 1,1 Millionen, das ist schon mal was Ordentliches jetzt gewesen, zum Glück. So, jetzt fliegen wir zum Ausrüstungsdock. Das brauchen wir jetzt. Ja, schnell fliegen ist nicht. Akku schon leer. Jetzt geht gar nichts mehr. Können natürlich die Energie dementsprechend umarbeiten, aber ach, das macht alles keinen Sinn. Wird ewig dauern, bis wir da ankommen, ne? Wieder leer. Ja, sieht so aus, als ob wir das in der nächsten Folge weitermachen, ne? Ist jetzt nie so dolle hier. Ich muss erst aufladen. Ja, machen wir so. Ich mache mir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.